Wir müssen am Anfang halt relativ viel Schaden halt irgendwie platzieren. Das wäre schon ganz cool. So, scheiße. Ja, wohl nicht so schön. So, jetzt. So, 306 Schaden, was? Weil ich nicht gesprungen bin. So, okay, jetzt bin ich wieder vergiftet. Ach so, oh, ich habe auch, sehe ich gerade, noch den Goldring an und alles. Scheiße, scheiße, scheiße. 511. Okay, das ist durchaus angemessener Schaden. Okay, läuft, 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 läuft. Ja, aufpassen, aufpassen. Wieso bist du denn so nah, Alter? Ja, mach's halt 10 mal. Meine Herren, ey. Ja, du hast auch 10 mal hintereinander. Okay, so, der Schaden ist quasi weg. Ja, das war abzusehen. Also mit dem, ich mache immer den Sprungangriff. Das hat ja vorher 350 Schaden gemacht. Jetzt aber 511. Was extrem krass ist. Das sind halt 150 Schaden mehr. Und ich sag mal, wir haben glaube ich 90 Sekunden Zeit, wenn ich mich nicht täusche. So lange hält der Buff von Gold Hearts. Und wenn wir dann relativ am Anfang halt so, ich sag mal, 3-4 Hits, also 4 wäre schon echt top, wenn wir die irgendwie platzieren können mit Gold Hearts, wenn es noch aktiv ist, dann haben wir zusätzlich 1-2 Hits mehr, als wenn wir halt, oder 1-2 Schaden mal mehr, ne, als wenn wir halt normal angegriffen hätten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann sparen wir uns quasi 1 bis 2 Angriffe und haben trotzdem den gleichen Schaden. Wäre cool, wenn wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Wenn uns halt von den Attacken her gnädig ist und nicht viel klarer Dutch irgendwie macht zwischendurch. Sowas hier zum Beispiel, das ist immer sehr hilfreich. Warum macht denn jetzt nur... Ich will es wohl nicht. Jetzt macht er nur noch 365. Das ist schon seltsam. Und ich habe mich schon wieder nicht umgezogen. Ja, das... Da war mir... Oder das... Ach Gott, Mann. Waffe in beide Hände. Ja, Waffe in beide Hände. Ja, könnte ich eigentlich machen, ne? Ja, mache ich gleich nochmal. Das Problem ist, also ich hab's ja, auf die Taktik habe ich mich quasi, ja, schon eingeschossen, letztendlich. Ich hab ja mal ab und zu mal so ein paar Sachen geblockt. Das ist zum Beispiel, wenn der so fliegt und mit seinen Hörnern auf mich losgeht, dann hab ich so gehandhabt, dass ich blocke. Ne? Und das ging ja quasi. Also das geht ja, das macht ganz klein bisschen Schaden und meine Ausdauer ist vollkommen weg, aber ich überlebe es definitiv. Wenn ich rolle, kann es ein One-Hit sein. Das ist das Problem. Ich mache mal einen Sound leiser. Ich probiere es jetzt einfach mal so, weil wir es halt in der letzten Folge oder in den letzten Malen immer ganz gut hingekriegt haben. Machen wir uns mal auf 5 hier und Impact sagt rollen. Ja, wir probieren es einfach mal so jetzt, ne? Machen wir es mal zweihändig. Und ich lasse erstmal die Rüstung an. Einigen wir uns erstmal darauf, wenn es ganz gut ist. Achso, wir müssen ja auch noch den Ring wechseln, natürlich. Wenn es dann ganz gut ist. Und ich merke, ich brauche tatsächlich die Geschwindigkeit. So brauche ich sie eigentlich nicht, weil ich habe hier trotzdem eine Fast Roll jetzt. Gibt ja nur
unter 50%, oder? Oder gibt es noch unter 25%? Es gibt, glaube ich, noch unter 25%. Ich verwechsel das manchmal jetzt mit Dark Souls, weil, mit Demon's Souls, weil Sunny ja auch Demon's Souls spielt. Scheiße, jetzt habe ich es nicht. Ja, ich habe kein Goldharz gemacht, aber dann können wir zumindest schon mal testen hier. Jo, das läuft. Okay, okay, also ausrüsten. Und das könnte halt ein One-Hit sein, wenn ich halt zu spät oder zu früh rolle oder so. Ja, das sollte ich nicht machen. Ich mache es einfach trotzdem nochmal. In der Hoffnung, okay, das klappt auch. So, und weg. Ich mache immer nur einen Hit. Das ist die sichere Variante auf jeden Fall. So, komm mal her. So, wir machen auf jeden Fall schon ganz gut Schaden. Ohne Goldharz. Na, das ist schon... Mit Goldharz wäre das noch einen Tacken mehr auf jeden Fall. So, und... Und vielleicht noch ein. Okay, und weg hier. Ja, mit Goldharz wäre das jetzt schon ganz geil gewesen. So, komm, 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 komm. Ja, vielleicht noch ein. Nee, das war, glaube ich, eher zu viel. Und ich bin vergiftet. Wir müssen jetzt bei nächster Gelegenheit trinken. So, jetzt. Und weg. Okay. Nein! Ja, okay. Kann aber so ganz geil sein. Hierbei wäre natürlich das Graswappenschild noch viel besser. Da hat Schissbuchs vollkommen recht. Weil... Das war jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dann rüsten wir tatsächlich das Graswappenschild auch aus. Und wir machen jetzt auch... das Goldharz, das aktivieren wir. Wir haben nur noch zwei Stück. Aber das sah ja schon mal ganz vernünftig aus. Hoffentlich wird halt jetzt trotzdem, ne? Vielleicht, ja, ich will, ach Gott, ey, hoffentlich wird es jetzt trotzdem irgendwie was, auch wenn ich das Goldharz drauf habe. Nicht, dass ich jetzt wieder voll am Arsch bin. Das kann durchaus auch wieder sein. Ich lasse jetzt einfach mal die Rüstung, weil wenn er uns trifft, haben wir vielleicht noch ein bisschen... ein bisschen Rüstung und kriegen nicht ganz so viel Damage. Man muss bedenken, er hat jetzt diese Welle halt nicht gemacht. Was auch ganz cool ist. Diese Welle hier nehme ich, genau. So. Ja, schön. Sehr schön. Und machen wir gleich nochmal. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, wow, wow, wow. Ja, ja. Okay, okay. Er hat ein Drittel weg. Scheiße. Okay, er braucht zu lange zum Aufstehen hier. Da kann ich nichts ansetzen. Und das Zeug ist weg. So, und jetzt auf. Ja, das war ein Tod. Ich hätte vorher trinken müssen, auf jeden Fall. Okay, wenn wir nicht getroffen wären... Wenn wir nicht getroffen wären, dann könnte ich die Klamotten jetzt ausziehen. Die Gefahr besteht halt immer. Wir haben jetzt dann maximale Bewegungen. Und die Gefahr besteht halt trotzdem, dass wir irgendwie immer mal in das ja, Blitzzeug reinlaufen. Das kann ja durchaus vorkommen, weil das sich ja für ein paar Sekunden noch da aufhält. Und wie dann der Schaden ist, ist halt auch wieder eine Frage. Das müssen wir sehen. Das werden wir gleich herausfinden. Jetzt hier vielleicht
mit etwas mehr Bewegungen oder Beweglichkeit. Vielleicht klappt's. Mal gucken. So. Das letzte Stück. Wir gehen nochmal rein. Vielleicht probieren wir es danach einfach auch mal so. Ohne Gold Hearts. Da sieht es ja eigentlich auch ganz schick aus. So, okay. Da dürfen wir halt nicht reinlaufen. Okay, da können wir laufen. Und so ein großes Ding. Und wieder ein großes Ding. Ja, jetzt macht er aber ganz schön viel Mist hier. Ohne dass wir das Ding nutzen können irgendwie. Oh, scheiße. Okay, okay. Ja, geil. Da haben wir schon wieder... Es sah echt viel besser aus, mit mehr Beweglichkeit oder halt mit null Equip quasi. Aber das war jetzt doof, dass wir das Goldharz nicht richtig nutzen können. Wir probieren es aber trotzdem mal weiterhin so. Weil ich sehe da ganz gute Chancen drin. Mit zweihändig. Und wenn wir da halt die Hits platzieren können, wenn er halt irgendwie im Kampf zwei, dreimal diese, ja, wenn er sich aufbäumt und dann die Welle macht, wenn wir das zwei, dreimal kriegen in dem Kampf, ist es ja im Prinzip schon wieder extra Schaden. Oder geschenkter Schaden für uns zumindest, den wir dann platzieren können. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir halt auch ein bisschen Glück haben. Teilweise. Das gehört ein bisschen dazu. Ja, das war zu früh. War doof. Aber was willst du machen? Ja, okay. Ups, up, up. Ja, schade. Die muss ich jetzt ausnutzen. Okay. So, jetzt trinke ich mal. Jawohl. Alter Vater. Das war Schaden. Nicht von schlechten Eltern. Das war schon durchaus massiver Schaden. So, komm mal weg. Komm, 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 komm. Ja, trinken hätten wir jetzt vielleicht auch können. So. Ab. Oh, 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 scheiße. Mann. Aber zwei, drei Hits. Ne? Zwei, drei Hits. Ja, staggern kann ich den manchmal irgendwie. Das ist nicht immer so. Das habe ich auch einhändig schon gehabt, dass der bei einem Sprungangriff gestaggert wird. Aber das ist irgendwie nicht immer so. Das ist eigenartig, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall die Taktik, so müssen wir es machen. Wenn wir da so ein bisschen Glück haben, wenn er nur zwei, dreimal sich aufbäumt, ja. Gerade hat er es einmal gemacht und wir haben den so krass schon down gehabt quasi. Das ist, es ist heute drin, liebe Freunde. Ich glaub an mich. Glaubt auch an mich, bitte. Das wäre sehr nett. Das wäre durchaus nett. Wir machen auf jeden Fall jetzt schon wieder zwei Folgen täglich, bis der down ist. Danach gibt es nur noch eine Folge täglich, weil wir das Ganze dann glücklicherweise geschafft haben. Was macht er jetzt? Wieso nicht so richtig oder was? Siehst du, er ist nicht gestaggert jetzt. Seltsamerweise. Oh, wow, wow. So, okay. Das war gerade noch rechtzeitig. Okay, komm, weg da. Ah, scheiße. Hätte ich nicht tun sollen. Hat aber gerade noch alles so hingehauen. Okay. So. Erstmal wieder ruhig Ruhe reinkriegen hier. Es wäre halt ganz cool, wenn er jetzt mal sich aufbäumt oder so. Ja, nicht so. So, das sind die Kleinen. Und der Große. Nee, auch die Kleinen. Ich raff so nicht, wie die aussehen, wenn er die macht. Keine Ahnung. So. Upbanner und hinrennen. Und nochmal. Und jetzt gehen wir weg.
Ah, ja, ich hab's geahnt, dass wir vergiftet werden. Habe ich einfach mal in Kauf genommen. Aber es kann ganz gut sein. So, komm. Scheiße. Immer rückwärts. Und, scheiße, nee. Ganz knapp. Komm. Geh einfach kaputt, bitte. Bitte. Wir müssen jetzt ganz ruhig spielen. Ganz ruhig spielen, ne? Alter Vater, ey. Jetzt mach halt irgendwas. Ja, das ist halt auch mal so gefährlich. Das kann halt auch mal tierisch nach hinten losgehen. Ja! Ich fass es nicht! Er ist down, liebe Freunde. Ich fass es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ach Gott, ey. Ah. Oh Gott. Jawohl, ey, meine Fresse. Es war so nötig. Okay. Ach Gott, ey. Ja, Möwe. Möwe hat tatsächlich die Tipps jetzt hier geliefert. Ich meine, das habt ihr letzten Stream auch immer gesagt. Ich hab's immer ignoriert, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt hab, mit zweihändig und dann ohne Ausrüstung, dann wurde ich halt extrem viel mehr getroffen als vorher. Deswegen habe ich das dann nicht mehr weiterverfolgt, tatsächlich. Heute klappt's mit ein bisschen mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Übung im Bosskampf. Von daher, das war tatsächlich das Gute daran jetzt, dass wir das dann doch nochmal probiert haben. So, ja. Kriege ich Elisabeth Pilz, bitte? Nein? Die hat übrigens auch Goldharz. Unendlich Goldharz, glaube ich. Müsste eigentlich so sein, ja. Das ist jetzt der Witz irgendwie an der ganzen Sache. Aber haben wir zumindest dann für Arturia, das ist schon mal ganz wichtig. Gut. Sie hat noch ein paar Zauber. Ein Olasil-Beschleuniger. Und da hinten müsste, glaube ich, der Elisabeth-Pilz sein. Oder Menschlichkeit. Lange her, tatsächlich, dass ich hier war. So, Menschlichkeit war's, okay. War nicht noch irgendwo... Für irgendwas kriegt man von dem Pilz auch menschlich, Dingenskirchen. Elisabeth-Pilz. Bin mir gerade nicht sicher, für was. Man muss irgendwas machen. Ich selbst sitze auch immer nackt vom Rechner und spiele Dark Souls, ja. Das ist, wie man sieht, ne, hilft. Ach, meine Fresse, ey, Gott. Endlich sind wir weitergekommen. Das gibt's nicht. Ja, jetzt kommt nämlich das nächste. Das nächste Ding. Jetzt kommt der Drex Arturias. Das wird Unspaß. Weil hier müssen wir jetzt... Was? Wer sind sie hier gestorben? So, wir rennen jetzt durch. Das ist ohne Akromod ist das durchaus ganz gut. Okay, da lang. So, ich muss mal die Umgebung jetzt irgendwie wieder reinkriegen. Jo, klappt. Ne, durchrennen klappt. Ja, wenn man die Laufwege kennen würde, dann würde es auch klappen irgendwie. So. Ach so, scheiße, Kalamet kommt jetzt hier noch. Ah, oder? So, ich laufe einfach mal durch. Ne, mich irritiert das überhaupt nicht. Bei Arturias müssen wir jetzt definitiv... Ah, hier ist noch ein... Jo, hat nicht so ganz geklappt. So, jetzt müssen wir was trinken. Und ja, den Weg müssen wir halt immer wieder laufen. Das ist das Problem. Und das andere Problem ist, bei Arturias müssen wir parieren. Ich bin gespannt. Das wird am Anfang wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht klappen. Möwe hat jetzt schon eine andere Taktik quasi vorgeschlagen, die wir durchaus in Betracht ziehen.
Innere Kraft ist das Stichwort quasi dafür. Und Havelsrüstung. Havelsrüstung müssen wir uns quasi noch holen. Und innere Kraft ebenso. Alter. Okay, wir machen es einfach so. Wir holen uns innere Kraft, ne? Oder wie seht ihr das? Ich habe den Klaffdrachen noch nicht down.